wenn Stadtplaner mal sowas ganz anders machen wollen, dann entstehen ja oft Möbel und Bänke, die aber bei denen, die in dieser Stadt dann leben, etwas, wie sagen wir das jetzt charmant, sie kommen nicht so gut an. Ja, was soll das sein? Eine Bank? Ah, eine Bank, ja, diesen Fehler will man wohl in Viersen am Niederrhein nicht machen. Und so testet die Stadt jetzt an mehreren Stellen neue Sitzgelegenheiten. Und die fallen in ihrem Quietschgelb an so einem sonnigen Tag auch auf. Aber sind die auch bequem? Es ist gemütlich, es lädt ein zum Sitzen mit den Blümchen, das finde ich sehr schön. Hier können mehrere Menschen sitzen, auch mit dem Holz finde ich sehr schön. Die sogenannten Stadtterrassen sollen erst einmal 8 Wochen stehen bleiben. Die Viersener können dann online darüber abstimmen, ob sie die Sitzgelegenheiten überhaupt wollen oder nicht. Erst dann will die Stadt entscheiden, ob aus dem Experiment ein Dauerzustand wird. Vielleicht wird es aber auch ein dauerhaftes Experiment. Wer weiß. Ja, genau. Und ob sie auch Umwelteinflüsse aushalten, das muss man ja vielleicht auch noch mal sehen, war aus Holz. Genau. Ja, dazu gehört auch Sonne, Regen, Schnee. Und jetzt Carsten Schwanke. Was kommt auf die Bänke zu, Carsten?